Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, hier bei mir heute auf dem Tisch, neben der Mandala-Einhornstute Mena und dem Mandala-Einhornhengst Ando, das Mandala-Einhornfohlen Kala. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Neuheit für 2021 von Schleich. Falls ihr die beiden vorangegangenen Videos mit den Unboxings zu Ando und zu Mena gesehen habt, dann wisst ihr, der Hengst gefällt mir bisher am besten, dann kommt die Stute und jetzt kommt das Fohlen, das mir rein optisch am allerwenigsten gefällt. Und würde es nicht zu diesem Set hier gehören, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mit dazu genommen. Also als Einzelstück, nein, danke. Aber ich bin ein Stück weit Komplettheitssammler, darum habe ich mir das hier auch noch mitbestellt. Denn bisher hatte ich immer nur das Produktionsbild vor Augen und man weiß ja, wenn die Figuren live vor einem stehen, wirkt es immer noch ein bisschen anders. Bei diesem Fohlen muss ich sagen, nein, nicht wirklich. Es kommt genauso unglücklich wie auf dem Produktbild. Aber ihr wisst, alles, was ich hier in diesem Video erzähle, ist ausschließlich meine eigene Meinung. Macht euch bitte euer eigenes Bild. Wenn ihr jedoch Spaß an Fantasy-Wesen habt, wie hier mit diesen Pferden mit Hörnern, welches nicht unbedingt richtige Einhörner darstellen, dann könnt ihr hier auch Spaß damit haben. Und so soll es ja auch schließlich sein. Gut, also, lange Rede, viel Spaß mit diesem Video. So, das Fohlen Kala kommt hier auch in einem Display, bisschen kleiner wie bei den großen Tieren. Wir haben hier eine Höhe von 18 cm, eine Breite von 9 und eine Tiefe von 6,5. Ja, die Gestaltung wie bei den anderen mit den Mandala-Steinen im Hintergrund. Hier seht ihr ein paar Elfen. Dieses Fohlen hat die Modellnummer 70716 empfohlen. Für Kinder oder Sammler zwischen 5 bis 12 Jahren. Nach oben natürlich keine Grenzen. Ansonsten der Aufbau hier wie bei den anderen auch. Hinten die Stute und der Hengst. Und das war, glaube ich, das Blütenfohlen, oder? Sehr, sehr, sehr schönes Stück, falls ihr es noch nicht habt. Meine absolute Empfehlung. Gut, dann würde ich sagen, hole ich Kala hier ganz schnell aus der Verpackung raus und dann schauen wir uns das von allen Seiten hier an. Ja, auch hier meine Empfehlung, bitte vorsichtig die Drähte hier unten lösen, damit ihr keinen Farbabrieb an den Fesseln hier bekommt. Bei diesem Mandala-Fohlen Kala hat man natürlich jetzt eine Mischung gemacht aus den erwachsenen Tieren, dem Hengst und der Stute. Der Hengst hat eine violette Bemalung, die Stute pink. Das findet man in dieser Skulptur. Ja, wir haben hier eine violettfarbene Mähne, wo hier auch noch ein bisschen Pink mit drin ist. Genauso der Schweif, wie ihr sehen könnt. Und von unten haben wir auch das Pink von der Mami. Auch hier hat man die Mähne und den Schweif überhaupt alles mit Airbrush besprüht. Ganz übler Sprühnebel. Also das ist, tut mir leid, ich spreche hier wirklich von einem diesjährigen Tiefpunkt, denn du kannst dir das wirklich nicht angucken. Es ist in meinen Augen eine Katastrophe. Ich meine, das soll letztendlich nicht den Spaß an den Figuren hier nehmen. Es ist sehr, sehr unglücklich. Was hier bei dem Fohlen natürlich auch auffällt, ist der sehr, sehr kleine Kopf. Viel zu klein, wenn er mich fragt. Das macht das ganze Ding auch nicht wirklich rund. Sehr eigenwillig. Mir gefällt es definitiv nicht. Ich will das ganze Ding nicht schlecht reden, denn es hat wirklich schöne Geschichten, aber es haut mich halt nicht weg. Wie schon gesagt, nur meine Meinung. Auch hier würde ich sagen, beginnen wir hier wieder mit dem Kopf. Ich hole das mal so nah wie es möglich vor die Kamera. Fangen wir mal an mit dem Auge. Ein riesen schwarzer Klecks, was auch die Augenlider mit einschließt. Viel zu groß, ganz, ganz übel. Also nicht nur das Auge, sondern auch noch die Erhöhungen, Vertiefungen links und rechts mitbemalt. Das sieht nicht aus wie ein Pferde- oder ein Einhornauge. Das sieht einfach aus wie eine Maus. Ende. Ja. Genauso auf dieser Seite. Der Kopf, wie schon gesagt, extrem klein. Auch die Form nicht unbedingt megamäßig gelungen. Von vorne sieht es gut aus, muss man sagen. Von der Seite ein bisschen komisch. Aber okay, hier kann man wieder sagen, ja, es ist auch ein Fantasy-Wesen und damit kann man das definitiv entschuldigen. Überhaupt kein Thema. Ihr seht hier schon, wie es mit dem Sprühnebel hier losgeht. Übelst auch gröbere Spritzer, die man hier auf dem Gesicht sieht. Ne? Also richtige violette Flecken, die hier seitlich deutlich zu sehen sind. Der Sprühnebel bleibt halt überall hängen. Auch auf dem Fell, nicht nur an der Mähne, teilweise die Mähne weiß wie das Fell und teilweise das Fell
violett wie die Mähne. Und das sieht halt nicht wirklich aus wie Schleichqualität. Also das sieht aus wie ein Billig-China-Hersteller, aber nicht wie Schleich. Ja, wenn wir schon auf der Seite sind, der Mähnenverlauf ist nett gemacht, ziemlich grob. Wenn man sich überlegt, wie klein, wie schmal das Köpfchen hier ist, ist es schon fast ein bisschen Overload. Die Ohren stehen wieder nach oben, hab 8 Stellungen, das Hörnchen ganz klein. Hat man ebenfalls noch ein Sprüher Pink drauf gemacht. Hier kann man schon ein bisschen das Fell am Kopf erkennen. Die Nüstern haben sie wieder rosa besprüht. Also von vorne sieht es wirklich nett aus. Ja. Und ja, seitlich seht ihr die Mähne, die ziemlich grob modelliert wurde. Also es ist schon extrem grob, wenn ihr da das hier dagegen haltet, ist es schon noch etwas feiner. Das Einhorn ist aber halt auch etwas größer. Aber das ist zu derb, zu grob. Und hier sehen wir auch noch eine Gussnase, die hier quer rüber geht. Auch nicht unbedingt schön. Dann hier diese übertrieben fette Glitzerstriche drauf. Furchtbar. Dann dieser Klecks Violett haut mich auch nicht weg. Auch hier noch helle weiße Stelle in der Mähne zu sehen und drumherum halt Sprühnebel ohne Ende. Gute Güte, also ganz, ganz, ganz schlimm in meinen Augen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die Mähne wirkt hier für mich wie ein Fremdkörper. Also wir haben hier so eine feine Struktur an Fell am Kopf und dann so eine derbe Totschlagmähne. Also ich find's nicht gut, tut mir leid. Also man sieht ja, was die Künstler sonst so drauf haben, aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Höhepunkt. Der Kopf, wie schon gesagt, guckt euch die Proportionen an, viel zu klein. Ich finde super, wie lang die Beine sind, ne? Fohlentypisch. Aber dieser winzige Kopf, der eigentlich größer sein müsste, das ist für mich ein absolutes No-Go. Schön finde ich, dass man hier die Erhebungen unter dem Fell sehen kann. Hier das vordere Bein, hier vorne ein bisschen Struktur zu sehen. Das Bein geht auch wieder gerade runter, ähnlich wie bei der Stute. Dann hier unten ganz dick pink drauf gesprüht, Sprühnebel zieht sich bis hoch, ist beabsichtigt und hier unten haben wir auch wieder den silbernen Glitzer. Dann dieses Bein geht auch relativ gerade runter. Dann seht ihr hier nochmal die Fellstruktur ein bisschen. Der Schenkel okay, auch hier schöne lange Beine, der Huf etwas angewinkelt, im Lauf festgehalten. Hier überall Sprühnebel von diesem Pink zu sehen. Dann an der Schwanzwurzel haben sie mit Violett begonnen. Auch hier sehen wir wieder unschönen Sprühnebel auf dem Fell. Hier Glitzerbollen dran, nicht wirklich schön. Also, nein, nein, tut mir leid. Tut mir leid, Schleich, beim besten Willen. Ja, und hier haben wir ein Mandala drauf. Soll wahrscheinlich eine Mischung sein aus den einzelnen Elementen, wie wir es hier drauf sehen. Ja, hier seht ihr das in den Ecken und dann haben wir die Form von der Stute übernommen, ganz grob, und das bildet so das Zwischenstück dazu. Auch das ist kein perfektes Mandala, es ist eher in die Länge gezogen. Für mich wirkt das ganze Ding wie eine Beigabe im Bayala Magazin, nicht wirklich großartig, was die Bemalung angeht. Die Skulptur, ja, also meins ist es definitiv nicht. Übrigens, was mir hier auch noch auffällt, ist die Stellung, die Pose. Es sieht nämlich aus, als ob es das hintere rechte Bein nach sich zieht. Ist das irgendwie verstaucht oder halb gebrochen? Also es sieht komisch aus. Es sieht wirklich aus, als würde dieses Bein hier nachgeschleift. Das ist ja auch so eine Geschichte bei Skulpturen. Man versucht ja hier irgendwie einen Moment einzufangen, also ästhetisch einzufangen, künstlerisch darzustellen. Das hier sieht für mich nicht ästhetisch oder künstlerisch aus, für mich sieht es irgendwie krank aus, als ob es das hintere Bein nach sich zieht. Ja, das kommt halt auch noch mit dazu. Ich finde es sehr, sehr unglücklich. Also auch das ist wieder so ein Ding, was mich überhaupt nicht weghaut. Also hier stimmt einiges nicht. Ich finde, die Mähne erschlägt dieses Fohlen, der Fuß wird hinterhergeschleift. Die Bemalung ist auch nicht wirklich das, was man von einer Bemalung erwarten könnte, sollte, möchte. Es wirkt wie eine Heftbeigabe. Ich kann es nur nochmal sagen.
Oder wie eine Figur aus so einem 5er, 6er Set, ja, wo man billig in einem Netz bekommt. Wobei zugegeben dafür die Bemalung schon wieder ein bisschen zu aufwendig wäre. Ja, aber man denkt hier nicht an eine Einzelfigur, die extra in einem Display verkauft wird mit so einem Design. Also nicht böse sein, lieber Künstler, liebe Künstlerin. Man kann nicht immer in Topform sein, kein Thema. Aber ich meine, die Figuren gehen ja letztendlich, bis sie produziert werden, durch so viele Hände und so viele Augen gucken sich das an und niemandem fällt es irgendwie auf. Also das sind halt die Geschichten, wo ich mir auch immer denke, Quo Vadis Schleich. Ich kann mich nur wiederholen. Liebt ihr überhaupt noch die Sachen, die ihr produziert? Seht ihr die Sachen noch mit Kinderherzen? Habt ihr das Vorwort in eurem 75 Jahre Schleichbuch mal gelesen? Das sind die Sachen, die Gedanken, die mir durch den Kopf schießen, wenn ich sowas hier vor mir auf dem Tisch stehen habe. Also es ist traurig, ja. Tut mir leid. Ja, nur meine Meinung. Die Meinung eines Sammlers, der die 50 überschritten hat, der seit Ewigkeiten, seit Kinderbeinen letztendlich mit dabei ist und Figuren immer noch mit dem Herzen sieht und ich es einfach nur, ja, traurig finde. Ne? Stell dir vor, wie es hätte sein können und siehe, wie es geworden ist. Wem es gefällt, wunderbar. Ist ja, wie gesagt, nur meine Meinung. So sieht das Ganze von oben aus. Recht schlank gemacht. Aber ich muss mich da gar nicht länger dran aufhalten. Ne? Also, dieses Fohlen hier hat eine Höhe am Horn gemessen von 8,3 cm und eine Länge von gut 9 cm, nicht ganz. Ja, und würde es nicht zu dem Dreier-Set gehören, hätte ich es mir wirklich nicht mit in die Sammlung getan. Überzeugt mich in keinster Weise. Ja, gut, dann stelle ich die drei hier nochmal nebeneinander. Ich werde natürlich wieder entsprechendes 360-Grad-Video machen. Ihr seht, wenn die anderen beiden noch mit daneben stehen, dann kann man das angucken. Ist auf jeden Fall eine nette kleine Familie, wenn man das ein bisschen weiter weg anguckt, ist das okay, aber sobald man halt ein bisschen näher dran geht und wirklich diese unfassbaren Sprühnebel-Geschichten sieht, würde ich doch sagen, ist das Ganze eher unglücklich geworden. Und einigen von euch ist die Sache auch viel zu bunt. Kann ich auch nachvollziehen, wobei ich sagen muss, okay, es sind Fantasy-Einhörner, von dem her, ich finde, es geht so. Man muss das live vor sich stehen sehen, auf Bildern und selbst auf diesem Video hier wirkt es doch teilweise nicht ganz so, wie sie in Wirklichkeit kommen. Also das absolute Highlight in diesem Dreier-Set definitiv der Hengst. Ich könnte auf den Rest wirklich verzichten. Meine Meinung zum Hengst und zur Stute habe ich ja schon in den vorangegangenen Videos kundgetan, um es mal so zu sagen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne anschauen. Und ich weiß auch nicht, wenn ich die drei angucke, bringe ich das jetzt nicht unbedingt mit Bayala in Verbindung. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber für mich stehen die irgendwie komplett extra. Ist es der Stil? Ist es die Machart? Ich weiß nicht. Ich krieg's nicht ganz mit Bayala auf die Reihe. Gut, dann würde ich sagen, komme ich hier auch wieder zum Ende. Da muss ich mich gar nicht mehr länger dran aufhalten. Ich werde das Ganze jetzt noch in 360 Grad drehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Was ist ein Mandala? Mandalas sind kreisförmige, konzentrische Muster.
Das Wort Mandala stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit und bedeutet Kreis, Kreisbild oder kreisförmig. Mandalas sind konzentrisch aufgebaut, das heißt, die Linien und Muster führen zur Mitte, dem Zentrum des Mandalas, um welches herum sich alles anordnet. Mandalas finden sich in der Kultur des Hinduismus und Buddhismus als hochenergetische Symbole. Je nach Geometrie zeigt ein Mandala das Universum oder auch nur einen Mikrokosmos dessen. In der physischen Welt dient ein Mandala als Meditationshilfe oder bildliche Darstellung der Selbstfindung. Es gibt auch verschiedene Mandala-Grundformen, zum Beispiel die Kreisform symbolisiert das Ganze, die Seele des Lebens. Sie unterstützt die Konzentration auf das Wesentliche und die Ordnung des Geistes. Das Zentrum, der Mittelpunkt, dient als Sammelpunkt der Energien. Das Dreieck zum Beispiel verbindet positive, neutrale und negative Energien und symbolisiert den ewigen Gleichfluss und die Abhängigkeit voneinander. Dann gibt es noch die Sternform. Diese ist ein Abbild für die Freiheit des Geistes und der Kreativität. Das Quadrat stellt den Palast des Geistes als Wohnsitz der Götter dar.